Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Songbird Symphony. Die letzte Folge kam ja ganz gut an, deswegen wird das jetzt ein Let's Play. Ich weiß nicht, wie lange das Let's Play gehen wird, aber wir sind jetzt erstmal hier. Guck mal, hier ist wieder diese komische Biene. Und wir sind gerade auf dem Weg zur Eulenoper im Echowald. Und das ist hier. Hallo, Bienenkönig, was willst du? Bzz, wo Blumen? Bzz, 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 bzz. Blumen suchst du diesmal? Oh, kommst du mit? Bist du jetzt mein neuer Freund? Das ist sehr gut. Da, wir sind im Echowald. Dann suchen wir mal deine Blümchen, kleiner Bienenkönig. Hier haben wir zum Beispiel, das waren fast Blumen. Sah zumindest ein bisschen aus wie Blumen. Ich laufe hier erstmal mal kurz die Brücke lang. Vielleicht, also hier ist wahrscheinlich dann der, was ist das denn hier? Haus der Eule, genau. Haus der Eule sind wir jetzt. Ne, wir sind jetzt im Wald, aber wir können zur Haus der Eule hoch. Okay, warte, bevor wir dann zur Eule gehen, machen wir natürlich die Nebenquest. Wir sind mal nicht so. Und so, oh, guck mal, eine neue Feder. Und suchen dem König seine Blumen. Unidentifizierte Feder. Diese weiße Feder verströmt die Aura der Rebellion und Fabelhaftigkeit. Wem gehört diese Feder? Das ist eine sehr gute Frage. Hier ist auch noch irgend so ein Frosch. Hallo Frosch, gehört dir die Feder? Oder besser gesagt ein Chamäleon. Der ist nämlich so komisch. Da ist er wieder. Ist er tatsächlich ein Chamäleon? Hallo? Wollen wir Freunde sein? Freunde? Ich frage mich auch, ob wir später eventuell noch neue Noten hier bekommen. Also, dass wir nicht die ganze Zeit nur die rote Note machen. Alter, ein Schalter. Sondern auch blaue und gelbe Noten oder so, dass wir dann ein Singtalent werden oder sowas. Das wäre cool. Oh, guck mal, der hat einen geilen Frösche auf der linken Seite. Okay, jetzt haben wir Äpfel, die uns hoffentlich nicht erschlagen. Und damit unsere erste Note gekriegt. Geil. Ist hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Irgendein Geheimnis? Da! LOL! Die Eichhörnchen nehmen einfach die Äpfel mit. Ich fass es nicht. Habt ihr Spaß, ja? Guck mal. Ich tue was Gutes für die Eichhörnchen in dieser Welt. Gut, dann suchen wir mal die Blümchen für den Kleinen. Was haben wir denn hier zum... Oh, okay. Hier, okay, da unten geht voll die Party ab. Okay, die Biene ist immer noch da. Auf Party habe ich gerade keine Lust. Hier, eine neue Feder. Auch eine unidentifizierbare, oder was ist das? Ja. Eine blaue Feder, die sich an den Kanten kräuseln. Man mag es nicht zugeben, aber sie sieht irgendwie cool aus. Wem gehört diese Feder? Ja, das wird wohl häufiger noch die Frage sein in diesem Spiel. Oh, da fällt man auch einfach runter. Hier sind Spinnen und da sind auch Blümchen unten. Vielleicht müssen wir die Spinnen irgendwie vertreiben, damit hier irgendwas abgeht. Hallo? Frisst du mich auf? Nee, okay. Und das sind seine Kinder? Sind das Faultiere? Hallo? Wollt ihr tanzen? Geiler Bass. Geiler Bass, Leute. Geiler Bass. Oh, so einen Vater hätte ich auch gerne, der einfach ein Trampolin ist. Das wäre schon ganz schön geil gewesen. Hattet ihr ein Trampolin, Leute? So ein großes Trampolin im Garten? Ich leider nie als Kind. Ich wollte mal eins haben. Ein Freund hatte zum Glück eins und da bin ich dann immer als Kind hingegangen. Das war richtig cool. Hier sind deine komischen Blümchen. Bzz, Blum, ja, Blum, 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 Blum. Bam, 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 bam. Oh nein. Oh nee, jetzt muss der Bienenkönig ja die ganze Zeit vor den Spinnen weglaufen. Das tut mir leid. Tja, das ist jetzt seine ganz persönliche Hölle. Viel Spaß dabei. Haben wir in seiner persönlichen Hölle abgegeben. So sind wir nett und einfallsreich. Hallo. Hilfe, Quack. Quack, wo ist mein Schatz? Tja, dein Schatz? Bestimmt da oben. Und was hast du zu sagen? Quack, wo ist mein Schatz? Okay. Die suchen also beide einen Schatz und ich denke einfach mal, wir sind hier im richtigen Moment. Bip, bip, bip. So, und da kommt jetzt bestimmt Indiana Jones mäßig ein Schatz raus. Mein Schatz! Was denn? Wo? Ach, die meinten sich gegenseitig. Kein materieller Schatz, sondern ja, sich gegenseitig ein Schatz. Ich finde cool, wie die Welt halt auch immer musikalischer wird, umso mehr man hier macht. So, dann können wir jetzt ja eigentlich zu der Disco-Parade hier gehen. Hallo. Macht ihr hier geil Disco? Lass mal irgendwas singen. Tanzen und überhaupt. Richtig krass hier. Lass uns irgendwas Cooles machen. Wer will Party machen? Ich will Party machen. Okay, warte. Okay. Hatte ich doch. Ich bin doch hier der krasse DJ. Warte, ich leg gleich für euch auf. Kein Ding. Ich muss nur kurz auf die Tribüne kommen. Oh, ihr habt schon. Ihr habt hier schon eure DJs. Hallo ihr, wie geht's euch? Du machst Witze, oder? Niemals! Der Depp ist super, versuch's einfach. Schau mal, wie cool ich aussehe. Mhm, na klar. Hallo! Hey, Kleiner, was geht? Willst du auch den Depp lernen? Nein, Depp ist hier verboten, ich will kein Depp machen. Komm schon, Deppsen, lass ihn zufrieden, er ist nur ein Kind. Ich hab wohl deine Federn gefunden und wurde ein bisschen neugierig. Was macht ihr Vögel da?
Danke, Kleiner. Wir hatten hier nur ein kleines Tanzduell. Ja, und Dede hier bewundert meine Dabs. Komm schon, du willst das doch auch mal versuchen. Ist das King Dede? Lass mich in Ruhe, Dabsen. Meine Liebe zu Rock'n'Roll wird nie vergehen. Cause Rock'n'Roll will never die. Haha. Nun, dann überlasse ich das mal dir. Wir haben neue Federn. Hier, die Dabsen-Feder vom geilen Dabsen. Deswegen war sie auch so cool. Jung, leichtsinnig und großspurig hat er sich Dabsen zur Lebensaufgabe gemacht, seine Lieblingstanz allen Vögeln des Waldes aufzudrücken. Ja, das passt zu deppenden Leuten. Und Dede. Dede nennt sich selbst Rockadu und lebt für 80er Jahre Rock'n'Roll. Coole Leute. Also er hier ist so der 21. Jahrhundert-Dude und er hier ist halt der 80er Jahre-Dude. Du Kleiner, es ist noch immer nicht fertig. Komm schon. Ha, ich denke, ihr beide seid tolle Tänzer. Wirklich? Ja, eure Moves sind ziemlich abgehoben. Das passt. Weg hier, Kleiner. Haha, man sieht sich, Kleiner. Tschüss. Ja, das war bestimmt ein Wort, wird's im Englischen abgehoben. Na gut, dann bye bye. Okay, das hatte Stil. Das hatte richtig Stil. Wieso ist hier plötzlich eine Badewanne? Könnte ich atmen. Schon wieder du. Was soll man denn mit dir machen? Wird das jetzt so ein Running Gag, dieser komische Fisch, dieser Kaper... Jetzt ist er plötzlich weg. Kaper, hallo? Hat er sich in den Bäumen verfangen? Das tut mir sehr leid. Gut, da wir jetzt hier alle Noten haben und auch alles andere, können wir ja mal zur Haus der Eule gehen. Hallo, bin da. Ich habe gehört, du weißt ganz viel. Ich setz mich mal, ne? Jetzt ist bestimmt wieder ein Tanzduell. Oh mein Gott! Frisst du kleine Eulen? Ich bin, glaube ich, auch eine Eule, vielleicht. Hallo? Ich bin hier. Oh, das ist ein Rätsel, Leute. Das ist ein Rätsel. Oh. Wen haben wir denn hier? Ein kleiner Vogel hier bei mir. Hab keine Angst, das sag ich dir. Sag mir einfach, was dich zurückt. Wo das Licht der Welt erblickt. Zermürb dich nicht, die Eule ist ja hier. Geht so, ne? Geht so gesungen. La, la, la. Alter, mit gedrückten Dingern. Ich bin hier. Was machst du hier? Ich bin hier um... Ah, ich muss den Drücken immer gedrückt halten. Um dich was zu fragen. Was willst du mich fragen? Ich will dich fragen. Wer bin ich in dieser Welt? Verdammt. Warum bin ich hier mit Pia? Du bist jetzt am rechten Ort. Ich kümmere mich ab sofort. Welcher Vogel hätt das drauf? Tempo wird jetzt aufgebohrt. Fühlt sich fast schon an wie Sport. Meine Freund, auf zum Dauerlauf. Hä? What the hell? Okay, ich bin bereit. Alter, mit Y. Jetzt geht es los. Was muss ich machen? Oh, ich muss hier gedrückt halten. Was hast du vor? Was werden wir jetzt tun? Was ist der große Plan? Ich weiß es nicht, das ist hier ganz schön schnell. Oh Gott. Ganz schön, ziemlich gut gemacht, mein Gast. Darauf war ich nicht gefasst. Bin von dir doch recht entzückt. Für dich war's wohl keine Last. Hast ein Staunen mir verpasst. Also sag mir, was dich drückt. Ist schwer im Vorhinein zu wissen, wie überhaupt der Soundverlauf da ist. Und das dann richtig singen zu wollen. Nur ein A. Das war aber auch schwer. Ohne Witz, das mache ich gleich nochmal. Ach, Ma, versteht ihr wegen A? Du hast eine neue Note gelernt! Das Singen dieser Note erfüllt dich mit Zuversicht. Ja, hat Spaß gemacht und ich habe eine neue Note gelernt. Oh, das hast du, eine echte Überraschung. Und denn, Jüngling, wie heißt du? Burp, Burp ist mein Name. Hi, steht zu Diensten. Burp? Huhu, das ist aber ein einfallsreicher Name. Und dann auch noch für so einen talentierten jungen Vogel. Sowas habe ich noch nie erlebt. Lernt einfach so eine neue Note. Wirklich?
Wirklich? Für Vögel ist es eine große Leistung, die Noten anderer Arten zu lernen. Guck, wir sind der Auserwählte. Manche Vögel sind so verschieden voneinander, dass sowas Wochen, Monate oder sogar Jahre braucht. Wow. Nun, Burp, was bringt dich hierher in mein bescheidenes Heim? Ich suche nach meinem wahren Eltern, Herr Eule. Denn ich weiß, ich bin kein V. Ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Onkel Peer sagt immer, du seist der weiseste Vogel im Wald. Und deshalb frage ich dich. Oh, gute Güte. Ein süßer kleiner Vogel wie du, der aufwächst ohne die wahre Liebe und Führung seiner Eltern. Was für eine Tragödie. Ja, ich weiß. Das zu sagen schmerzt mich, aber ich habe nicht die Antworten, die du suchst. So weise ich auch bin, ich habe noch nie ein Küken wie dich gesehen, so talentiert. Aber? Es gibt eine Möglichkeit, die Antwort zu finden. Siehst du dieses seltsame Ding in der Mitte meines Heims? Das ist ein Artefakt. Damit kann man die Macht der Musik nutzen und Wünsche in Erfüllung bringen. Du kannst also meine Eltern finden? Genau. Allerdings funktioniert es gerade nicht richtig. Warum nicht? Es verfügt nur über zwei Noten. Wie ich sagte, es nutzt die Macht der Musik. Und dafür brauchen wir alle die besonderen Noten für jeden Vogel des Waldes. Die Macht der Musik? Ja, die magische Macht der Musik. Nicht viele Vögel wissen das, aber in den Noten, die sie singen, steckt pure Energie, die aus ihren Emotionen und Empfindungen entsteht. Dieses Artefakt nimmt diese Noten auf und verstärkt sie. Hast du das verstanden? Ja, hab ich. Huhu! Keine Sorge, Burp. Du wirst noch ein junger Hüpfer. Irgendwann wirst du es verstehen. Okay. Also, Burp. Tut mir leid, dass ich das von so einem jungen Vogel wie dir verlangen muss. Aber du bist im perfekten Moment aufgetaucht. Dank deines Talents könntest du die Lieder der anderen Vögel im Wald lernen und mir helfen, mit ihren Noten das Artefakt anzufüllen. Und dann können wir es verwenden, um deine Eltern zu finden, wo auch immer sie sein mögen. Was meinst du? Ich werde es tun, das ist ein toller Plan. Wo bekomme ich die nächsten Noten her? Auf dich, Jungvogel, kann man sich verlassen. Okay, wenn ich mich recht erinnere, haben die Hühner die dritte Note. Um zu ihnen zu gelangen, nimmst du den Aufzug zu meinem Balkon und gleitest am Ende hinab. Burp, ich wünsche dir Glück und bitte sei vorsichtig da draußen. Vielen Dank. Klaro. Das heißt, wir brauchen anscheinend noch vier weitere Noten, weil jetzt haben wir zwei. Einmal die und einmal die. Ha! Finde ich sehr gut. Okay, schön. Dann denke ich mal, das Spiel wird auch gar nicht so lange dauern. Ich werde hier das Ding nochmal kurz machen, damit ich eine S-Note bekomme. Easy S, easy S. Zwar nur 5 gut, aber trotzdem S, ja, easy, cool. Muss man sich konzentrieren, wenn man dabei kommentieren will. Ich glaube, ich muss die Dinger hier alle doppelt machen, damit ich ja überall ein S bekomme. Kriege auch bestimmt eine geile Errungenschaft für. Okay, also das war dann der Echowald plus Eule und zweite Note, nämlich der lilane Note. Die geht nie, 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 nie. Und die davor hatten, geht nü, 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 nie, 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 nü, 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 nie, 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 nie. Sehr schön. Ja, also dann beim nächsten Mal geht's dann anscheinend auf den Balkon der Eule und in das nächste Gebiet. Ich werde die Folgen nicht allzu lang halten. Ich finde jedes Mal eine Note. Wenn das so weitergeht, dann geht das schon klar. Von daher würde ich sagen, was ist das dann mit dieser Folge? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und ich hoffe, ihr kriegt keinen Ohrenkrebs, wenn ihr noch weiter diese Videos guckt. Aber wenn ihr die Videos noch weiter gucken wollt, dann auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.